Wir haben auch eine Mission, glaube ich, bekommen. Mit dem Hund. Da. Ich habe in der Nähe des verlassenen Resorts am Sternbecken einen Hund gesehen. Wohl ein Streuner. Er muss hungrig sein. Ich könnte versuchen, ein richtiges Zuhause für den Hund zu finden. Ja, da steht aber nicht wo, ne? Das heißt, wir müssen den jetzt die ganze Zeit dabei haben, bis wir irgendwie ein Zuhause gefunden haben. Okay. Könnte schwierig werden. Nimmt da natürlich immer Platz weg, ne? Was haben wir hier für welche? Sind das Barracudas? Ja. Hier sind nochmal welche. Ja, die kennen wir auch schon. Das sind die roten Schnapper. Gibt es denn vielleicht noch welche, die wir noch nicht kennen? Hier vielleicht. Ah, die können wir noch nicht. Wir brauchen unbedingt diese Abyssalangel, ey. Die brauchen wir sehr, sehr dringend. Oh, die kennen wir auch nicht. Das sind Hammerhaie. Wow, die sind wirklich riesig. Huiuiuiuiuiui. Ja, die passen jetzt auch erstmal nicht rein. Aber gut zu wissen, dass es die gibt. Ja, müssen wir auch langsam wieder zurück, weil es schon wieder dunkel wird. Aber wieso kann man auch diese Quallen nicht angeln? Ey, es muss doch irgendwie gehen. Irgendwie muss das doch gehen, aber auch mit dem Oktopus da muss doch irgendwie eine Lösung geben. Kann doch nicht sein, ey. Dass man da die ganze Zeit Angst haben muss. Nice, leuchtender Oktopus. Nehmen wir den mit. Aber wir versuchen mal weiter, vielleicht kriegen wir auch noch die Anomalie quasi. Den mutierten. Aber es sieht nicht danach aus, ne. So, dann legen wir einmal wieder an, verkaufen. Boah, da geht's ja richtig ab da hinten. Aber ich frage mich auch, wie kriegen wir denn den Ring, ohne dass wir da angegriffen werden? Es muss doch da irgendeine Möglichkeit geben. Wie kann man den Oktopus da irgendwie umgehen? Habe ich irgendwas übersehen, oder? So, können wir eigentlich mit der reden? Vielleicht kann die ja den Hund aufnehmen. Nee, die können wir nicht darauf ansprechen. Aber die kann einem was zu den Fischen sagen. Tja, ich muss doch mal gucken. Aber ich meine, am Tag war der auch da. Ja, komm, wir schlafen erstmal. Und dann schauen wir nochmal. So, da fahren wir wieder los, raus auf die See. Aber der Typ, der ist, beziehungsweise der Kraken, der ist immer da, oder wie? Ja, der ist immer da, wie soll man das machen? Weil wenn du stehen bleibst zum Angeln, greift er ja die ganze Zeit an. Jupp, das meine ich. Ich verstehe es noch nicht so ganz irgendwie. So ganz verstehe ich es noch nicht. Achso, wir können nachher unsere Sachen einlagern erstmal. Fällt mir gerade so ein. Das Gute ist halt auch wirklich, dass das Spiel halt Auto speichert. Ist auch immer sehr, sehr, sehr wichtig.
So, wir lagern die Bretter ein. Uns fehlt aber noch Metall. Zum weiter ausbauen gerade. Weil wir wollen ja jetzt die Angeln nach und nach ausbauen erstmal. Und dafür fehlt uns, glaube ich, Metall. Aber ich will jetzt herausfinden, wie man das hier machen kann mit dem... mit dem Oktopus. Irgendeine Möglichkeit muss es ja geben. Denn sobald du irgendwie hier rüber fährst, greift er jetzt sofort an. Der macht auch richtig Damage. Oder man muss erst ein besseres gepanzertes Schiff haben. Muss einen Schlag sozusagen tanken, also abwehren in dem Sinne. Und muss dann halt in der Zeit schnell sein und das da rausfischen. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Wenn ich ehrlich bin. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so funktionieren soll. Oh, ach nee, die kennen wir auch schon, ja. Ja, weiß ich nicht, dann müssen wir uns vielleicht einfach nochmal umschauen. Ich angle mal hier beim Wrack auch die Sachen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal was Schönes. Ich frage mich halt auch, wenn man hier failt beim Angeln, ob man dann automatisch schlechtere Sachen bekommt oder ob das dann einfach nur länger dauert. Oh, das sind Metallteile, ne? Jawohl, die brauchen wir. Sehr, sehr huge. Sehr, sehr huge. Sehr, sehr wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Metall, ganz viel Metall. Drei Stück, nice. Jetzt ist schon wieder sehr dunkel. Da sind wieder diese Kalmare. Aber wie machen wir das mit dem Oktopus? Das ist wirklich die Frage der Fragen. Gibt's hier irgendeine Möglichkeit? Nö. Gibt's nicht, scheinbar. Naja, dann schlafen wir erstmal wieder. Dann können wir eigentlich auch direkt die Sachen wieder einlagern erstmal. Hier gibt's doch auch ein Lager, oder? Nee, hier gibt's gar keins. Nee. Wobei, nee, gibt's nicht. Entschuldigung. So. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich wirklich nicht, wie das hier funktionieren soll. Wir angeln einfach mal ein bisschen. Forschungsteile, sehr wichtig auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach das Boot eben besser gepanzert sein muss. Wäre durchaus auch denkbar. Eine andere Erklärung habe ich jetzt nicht. Oder können wir hier irgendwas machen, was uns weiterhilft? Irgendwie nicht. Noch nicht. Vielleicht braucht man auch irgendeine Fähigkeit, damit man das machen kann. Keine Ahnung, ey. Noch eine schöne Kette. Nice. Weil der Ring, der ist halt mitten da in dem Teil drin, wo der Oktopus ist. Da kannst du halt einfach nichts machen aktuell. Weil der haut uns einfach kaputt.
Der haut uns einfach kaputt, der Gute. Oder ich muss halt mal notfalls nachgucken, wie man das macht, weil aktuell erschließt sich das mir noch nicht so ganz. Vielleicht braucht man auch irgendwas, aber ich weiß nicht, wir können ja mal eine Sprengladung bei ihr kaufen und gucken, ob da so ein Fragezeichen kommt dann. Aber das müsste ja eigentlich auch schon vorher dann da sein, meiner Meinung nach. Weil bei den Mauern, die wir damals sprengen mussten, da waren ja auch schon die Fragezeichen da, obwohl wir die Sprengladung noch gar nicht hatten, ne? Das ist halt so die Frage. Was ich nicht so ganz verstehe im Moment. Lagern wir das alles mal ein hier. Ein bisschen Platz haben wir noch. Mit den Forschungsteilen könnten wir auch... Wir können jetzt mal was forschen hier. Und zwar nehmen wir... Was nehmen wir denn? Abyssal, ja. Können wir noch nicht nehmen. Ich glaube, wir müssen erst die hier alle freischalten, ne? Machen wir einmal die frei. Dann als nächstes dann die. Aber jetzt haben wir keine Forschungsteile mehr. Aber jetzt haben wir zumindest vulkanisch und Flachwasser und Mangroven. Und Küstennähe können wir jetzt auch schon. Aber das verstehe ich halt nicht, weil hier ist ja eigentlich Abyssal, aber das können wir noch gar nicht. Sind wir vielleicht zu früh hier hingegangen und müssten eigentlich erstmal woanders hin? Das sind so die Fragen, die ich mir gerade stelle. Oh nö, jetzt haben wir noch Schaden bekommen. Perfekt. Ja, ist jetzt die Frage, weil jetzt kommen wir hier eigentlich nicht so wirklich weiter, ne? Was machen wir denn jetzt erstmal noch? Gucken wir nochmal Missionen. Halskette in Windstrang, Armbanduhr in Teufelsgrad. Proben sammeln, leuchtender Oktopus, Leuchtkalmar. Und Aurora-Qualle. Ja, die müsste es doch nachts geben, oder? Diesen Leuchtkalmar, den haben wir schon gefunden. Den könnten wir dann dementsprechend auch schon mal abgeben. Warten wir mal kurz, bis es Nacht ist. Dann müsste man die ja eigentlich finden. Weil die kommen ja dementsprechend nur nachts, soweit ich weiß. Weiß auch gar nicht, wie viel diese Barracudas wert sind. Einfach mal angeln hier, zack. So, jetzt wird's nachts. Jetzt ist da ja hier so eine Qualle. Die können wir aber nicht angeln. Wir können einen Oktopus angeln, den brauchen wir ja aber, glaube ich, nicht für die Quest. Warte mal. Gucken noch mal kurz. Hier, sammle Proben. Leuchtender Oktopus. Ach doch, brauchen wir doch. Jetzt haben wir hier so eine Anomalie haben wir jetzt. 8 schnappende Mäuler kriechen übereinander, den Befehlen ihres schweigenden Meisters gehorchend, ja. Das glaube ich auch, dass das hier der Meister ist, du, in der Mitte. Das ist der Riesenoktopus. Aber sowas von. So, leuchtender Oktopus. Das ist aber ein guter, den können wir eigentlich verkaufen, ne? Den können wir eigentlich verkaufen. Dann fischen wir noch einen normalen, den wir dann so abgeben können. Bei der Forscherin. So.
Die Forschungsstation, die war doch hier auch direkt, oder? Das muss doch hier direkt irgendwo sein. War das nee, hier? Die war bei der Festung, glaube ich. Ja, Moment, wir schlafen einmal eine Runde. Da ist wieder ein Geisterschiff. Hallo. Da freue ich mich auf, was da passiert, aber ich glaube, die machen einfach alle Schaden, wenn man denen zu nahe kommt. Einmal wieder hinlegen, ab ins Bett. Ah, schön gemütlich hier in der Kajüte. Eng, aber gemütlich. So. Dann fahren wir wieder los und ich glaube, bei der alten Festung, da war die Forscherin, wenn ich mich nicht täusche. Dann gehen wir schon mal das ab, was wir haben. Voll Speed. Ja, genau, da hinten stand die. Ja. Da sind wir auf jeden Fall richtig. So, einmal anlegen, Herr Kapitän. So. So, hier ist die Forscherin. So. Ach so, hier können wir auch wegen dem Hund mal fragen. Dieser Hund hat kein Zuhause. Willst du ihn vielleicht? Ein Hund? Oh, lass mich mal sehen. Der Hund springt auf die Forscherin zu. Sie geht in die Hocke, um ihn zu streicheln. Der Hund schlägt ihr das Kinn ab. Oh, so ein Feini. So süß. Ich würde ihn dir gern abnehmen. Ich würde mich selber die Gesellschaft freuen. Bist du sicher? Ja, gerne. Ja, ich danke dir. Oh, wir werden uns gut verstehen. Er kann mein Assistent werden. Plötzlich richtet der Hund sich auf und beginnt zu würgen. Sekunden später erbricht er sich auf dem Boden. Etwas glitzert in der schleimigen Masse. Oh, das ist ja interessant. Das gehört wohl dir, wenn du es willst. Oh, Saphirring? Ein Goldring mit einem tiefblauen Saphir. Ja, nice. Nehme ich. Ich kann den Rest sauber machen, keine Sorge. Ja, das ist lieb. Danke. So, jetzt ist das erste hier schon wieder schlecht geworden. Das können wir wieder wegwerfen. Warum ist denn mein Licht deaktiviert? Hä? Ist das kaputt oder was? Oh je. So, wir wollen jetzt einmal forschen. Ach nee, wir haben ja gar keine Teile mehr, ne? Warte mal, hä? Ich habe doch gerade einen. Habe ich nicht einen Forschungsteil hier? Nee, habe ich nicht. Achso, die haben wir schon investiert, stimmt. Wir wollten jetzt eigentlich die Sachen noch abgeben hier, genau. Einmal den. Und dann brauchen wir noch eine Qualle und einen Leuchtkalmar. Und die sind, glaube ich, jeweils in der Nacht unterwegs. Wobei, die Qualle kriegt man nur mit dem Fangnetz. Das heißt, wir müssen unser Fangnetz gleich anbauen. Nee, das war's erstmal, danke. So, aber können wir hier auch umbauen? Warte mal. So. Einbauen. Ja, das geht, ne? Genau, dann kommt das erstmal weg. Jetzt haben wir das Fangnetz. Dann legen wir einmal wieder ab. Machen das Fangnetz raus. Falsche Taste. So, Schleppnetz. Genau, lassen das runter. Fahren einmal darüber Richtung Verkaufen. Damit wir möglichst die Sachen noch loswerden, ohne dass sie schlecht werden. Wobei, wir sind falsch, wir müssen ja da runter. Da runter müssen wir ja. Alter, was ist das für Musik, ey? Die geht ja richtig ab. Holy crap. Also wirklich viel fängt man hier nicht mit dem Schleppnetz.
So, einmal anlegen. Einmal alles vergelben. 140, nice. Ja gut, wir müssen ja eh in der Nacht müssen wir das, glaube ich, machen, ne? Am Tag ist hier gar nicht so viel los, auch was Fische angeht. So, wir reparieren einmal wieder unser Bötchen. Oh, es wird auch langsam teuer, ey. Mangroven und Küstennähe, vulkanisch und Flachwasser. Ich meine, wir könnten uns die Angeln schon mal kaufen, dann haben wir sie zumindest schon mal im Lager. Aber das Lager ist ja momentan auch ganz schön voll. Da fällt mir ein, da können wir doch gleich mal hier ins Schwimmdock gehen und mal ausbauen. Jetzt haben wir ja wieder ganz schön viel Stuff hier. So, einmal das, zweimal Metall und zweimal Stoff. Ja, dann wird das Lager auch mal wieder ein bisschen leerer. Sehr gut. Nice, 3 Angelplätze mehr. Und dann können wir vielleicht noch einen Motorenplatz machen. Das müsste auch noch gehen, ne? Ja, das passt auch noch. Nice. Nehmen wir auch mit, jawohl. Und der neue Rumpf kostet dann 4 Holz, 1 Metall, 3 Stoff, 2-mal diese Verstärkungsplatten, veredeltes Metall. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt haben wir doch 3 Plätze hier mehr. Dann können wir... Dann können wir ja noch eine Angel reinpacken, oder? Achso, erstmal müssen wir die noch kaufen. Werft. So, einmal die hitzeresistente Leine kaufen. Ja gut, die passt jetzt nicht rein. Packen wir die ins Lager. Und die Anti-Wirr-Leine für Mangroven und Küstennähe kaufen wir auch. Und packen die ebenfalls ins Lager. So, sehr gut. Dann haben wir nämlich erstmal ordentlich Möglichkeiten, um verschiedene Fische zu fangen. Aber das bringt uns hier in der Gegend eigentlich relativ wenig. Weil hier braucht man ja dieses Abyssal, oder wie das heißt, hauptsächlich auch. Haben wir ja gesehen, die können wir nämlich noch nicht fangen. So, dann legen wir jetzt erstmal wieder ab. Wobei, eigentlich müssen wir ja nachts raus, ne? Vielleicht wäre es hier sinnvoll, zu ruhen und dann nachts loszufahren. Aber gut, es ist gleich eh abends, dann passt das auch wieder. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist noch Schätze, sind hier noch Schmuck. Nice. Oh, da habe ich gefailt. Manchmal gar nicht so einfach. So. Oh, noch ein Saphirring. Die sind bestimmt auch gut was wert. Und Planken. Geil. Plänkchen, komm an Birdchen. Komm an Birdchen. Raus aus dem kalten Wasser. Wobei hier ist es wahrscheinlich eher warm, weil wir in der Karibik oder so, Karibik-Gegend sind hier. So, jetzt ist es nachts. Jetzt müssten doch jetzt die Sachen kommen, die wir brauchen, ja oder nicht? Genau, das sind doch die Kalmare. Die nehmen wir mit und geben die dann ab. Bei der Forscherin brauchen wir eigentlich nur einen, aber ich hole jetzt trotzdem erstmal alle raus. Und dann brauchen wir halt noch eine Qualle. Wir sind ja sogar in der Nähe von der alten Festung hier. Jawohl, Aurora-Qualle, da haben wir sie. Ja, nice, dann könnte man jetzt hier noch so ein bisschen rumcruisen. Und dann können wir eigentlich anlegen und abgeben, ne? Lalala. Noch so ein paar Fische vielleicht mitnehmen.
Aber irgendwie geht hier gerade nichts ins Netz. Ah, jetzt. So, geh weg, Tornado. Ja, wir geben jetzt erstmal die Quest-Sachen ab hier. Einmal anlegen, einmal Taue festmachen, jawohl. So, und mit der Forscherin quatschen. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe deine Sachen für die Mission mit. Wegen dieser Proben, die du suchst. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Jupp, mache ich. So, wir haben... Im Netz haben wir einmal die Qualle. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Ah, geht. Okay. Und den Kalmar. Danke. Sieht so aus, als hättest du alle Oberflächenexemplare beschafft, die ich brauche. Aber, ich brauche auch noch einige aus tieferen Schichten und das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Ich habe ein Gerät entwickelt, um Proben aus der Abyssalzone zu beschaffen. Es ist im anderen Forschungsaußenposten zurückgeblieben vor dem Angriff. Ich habe eine Idee, wie man diese Kreatur lange genug in Schach halten könnte, um solche Exemplare zu sammeln. Aber während ich daran arbeite, müsstest du mir einige Prototypenteile besorgen. Vorsichtig, ich schlage vor, du gehst tagsüber. Nachts hält man sich besser nicht am Riff auf. Noch etwas? Nichts, ich breche jetzt auf. Okay. Ah, ich glaube, dann kriegen wir auch unser Teil, was wir brauchen, um diesen Kraken da abzulenken. So, Moment. Was haben wir denn hier alles? Das kann ins Lager... Das auch. Erstmal die ganzen Planken hier stacken. So. Schmuck müssen wir dann auch mal demnächst wieder verkaufen. Da haben wir auch wieder jede Menge. Hier haben wir noch einen Schnapper im Netz. So, wir haben jetzt noch eine Mission bekommen, oder was? Hier. Prototypenteile beschaffen. Ja, aber wo sind die denn? Keine Ahnung, wo die sind. Das ist jetzt die Frage, ne? Liegen die überall rum, oder? Wie muss man das verstehen? Wir schlafen erstmal eine Runde. Ja, jetzt können wir auch wieder ablegen. Let's go. Aber, ja, steht halt nicht, wo die genau sind, die Prototypenteile, ne? Sind die jetzt auch eher Richtung Mitte oder können die überall sein? Das ist die Frage. Das ist jetzt so die Frage. Ja, die Musik ist hier auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ist auch ganz schön laut, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ich hoffe, das geht so. Wenn nicht, muss ich es ein bisschen leiser stellen. Für die Zukunft. Aber ich glaube, das geht so. So. Ja, dann fahren wir erstmal verkaufen. Ich hoffe, wir finden die Teile relativ schnell. Zackenbarsch in Gold. Ja, den müssen wir auch mitnehmen. Die sind eh schon verdorben hier, können ja auch weg. So. Schmeißen wir die noch weg. So. Nice. Und dann geht's erstmal wieder Richtung Verkaufen. Was ist das hier? Ach, das sind wieder die Oktopusse, genau. Aber wo die Prototypenteile sind, das wissen wir nicht so richtig. Ob die ja einfach überall verteilt sind. Hier sind wieder die Kalmare. Ja, können wir noch welche mitnehmen. Wenn wir jetzt eh schon mal hier sind und wir noch ein bisschen Platz haben, warum nicht? Bisschen Kalamari und so. Lecker Tintenfischringe.
Mögt ihr Tintenfischringe in echt? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich esse sie manchmal. Ist jetzt nicht unbedingt so meine Lieblingsspeise, aber kann man ab und zu mal essen, so. Finde ich. Aber ja, viele werden es wahrscheinlich auch nicht mögen. Ist halt Geschmackssache, ne? So, Fischmarkt. $280, nice. Das lohnt sich wieder. Das lohnt sich. So. Dann schlafen wir einmal, würde ich sagen, und suchen dann nochmal nach diesen Prototypteilen, oder? Aber das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Und bis zu den nächsten Videos. Ciao, ciao.